So, herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Total Chaos. Mal wieder hier die Instanz starten. Mal ein bisschen heller machen hier bei mir. So. Für euch hoffentlich noch nicht zu dunkel. Mal schauen. So, wir laden. Dann wollen wir mal schauen. Liegt er? Ja, ich glaube ja. Ja, da ist er. Ey, chill. Wow. Wir waren. Also erstmal, damit er mal weiß, wo speichern muss. So. Wir kamen gerade von da, genau. Da haben wir aufgemacht. Da haben wir abgelegt. Das heißt, wir gehen jetzt in die Richtung weiter. Genau, hier haben wir jetzt gerade die Tür aufgemacht. Das heißt, wir müssen jetzt gerade hier sein. Und da haben wir die ganzen verwinkelten Gänge. Und müssen uns dann die ganze Zeit links halten. Bis zur Garage, okay. Ach Mann. Ach Mann. So. Witzig, dass es. Also das ist allgemein so ein Ding bei GZ Doom. Einfach aufgrund dessen, wie das Licht programmiert ist, dass das Licht extrem die FPS runterdroppt. Gerade bei so großen offenen Sachen wie hier, wo man viele Sachen hat. Locker 60 FPS, kommt auch das Licht an. Gut, habe ich immer noch 60 FPS. Ah nee, ja, ja, jetzt siehst du. Jetzt stockert es schon teils. Also. Ja. Da ist einer. Warum kann ich die. Da. Nein, ich werde. Aber ich war doch hinter der Kante. Auf den Arsch. Was ein Huren. Aber was man von Physik gehört? Du Arsch. Komm mal her. Hab was für dich. Schön spitz. Wie soll ich noch die Hälfte meiner Leben? Oh, ich habe noch die Hälfte meiner Leben. Warum das denn? Vielleicht sollten wir daran erstmal was ändern. Das bringt kaum was. Increases health. 4 Punkte gerade mal. Das ist ja gar nichts. Das bringt mehr. Ja. Na komm. Hey. Wieso haben wir eigentlich immer noch so viel Alkohol? Das haben wir doch vorhin diese komischen Dinger gemacht. Hä? Moment mal. 5? Kann es sein, dass er vorhin denn einfach unseren Stack, das was wir bereits hatten, einfach überschrieben hat? Weil ich war mir sicher, dass wir irgendwie 4 oder sowas hatten. 3 oder 4. Und auf einmal hatten wir danach dann nur noch, also gerade mal einen einzigen mehr. Jetzt hat es aber auch noch einmal so ein Rack und einmal so ein Alkohol-Dings. Zweimal. Wieso haben wir. Wir hatten noch 2 Tücher und 2-mal Alkohol. Warum haben wir jetzt noch einmal Alkohol über? Und da haut ja. Ja, das Spiel ist immer noch ein bisschen verpackt. Danke dafür. Gut. So, wir haben wieder volle Gesundheit. Sehr gut. Da haben wir direkt den nächsten Lappen. Dann können wir jetzt auch das hier verwurschten. Ja. Es sind immer 5. Kann man die stacken? Ja, man kann sie stacken. So, jetzt haben wir jetzt also 15 Stück.
Easy. Nein. Ich hau dich so hart. Arschloch. Looten wir? Na klar, looten wir natürlich. So, hier haben wir wieder drei Äpfel. Oh. Ah, Spaten. Lol. Können wir jemanden Spaten mit ihm überziehen? Hier ist gar nichts. Ah, guck mal. Oh. Mr. Scott. As you requested from last week visit, I followed up your treatment options. The community at our Fort Oris is still young, so unfortunately we do not have the required equipment here. Most patients we get here with similar conditions are usually referred to go back to the mainland for treatment. I understand you have to be I understand you have a preference to stay, but sadly this is all I can recommend. Auf Deutsch? Mr. Scotch. Was? Ich schätze mal, das heißt auf Deutsch so viel wie du letzte Woche verlangt hast, habe ich nun hier folgende Option für dich. Die Community bei Fort Oris ist noch sehr jung, dementsprechend haben sie noch nicht das Equipment, was benötigt ist. Die meisten Patienten, die ähnliche Umstände haben wie du, werden daher aufs Festland geschickt. Ich verstehe ihre Präferenz, hier zu bleiben, aber das ist alles, was ich empfehlen kann. Also das da oben. Dass er zum Festland geht. I guess. Oder so ähnlich. So, jetzt haben wir noch eine Ranch. Das ist exakt die gleiche. Ja, können wir also direkt fallen lassen. Beidhändigkeit geht leider nicht. Wäre geil. Die Schippe klingt sehr interessant. Ach, Pole war das andere. Sieht da unten. Da, bei der Liste. Can combined with wood glue Pole. Und Pole ist dieser lange Stab. Genau, das war das. Also ist ja immer das englische Wort. Ich weiß immer noch nicht, was das Deutsch heißt. Verdammt. Ewig, aber ich habe nach dem deutschen Wort gesucht. Nicht nach dem englischen. Never mind. Ja, wir eben. Und wir haben hier bloß diese kleinen, ja, 20 cm, 30 cm langen Stöcke. Dings. Ja, weiß nicht, ob wir eine Schippe bauen. Ich glaube ehrlich gesagt nicht wirklich. Das Schippe so. Will ich jemanden ein Grab graben oder was? Ist nicht so mein Style. If you know what I mean. Oh, da liegt was. Aua, wo bist du? Ist da noch einer? Nee. Gott, machen die echt noch Geräusche, wenn sie schon längst tot sind? Die Schweine. Wisst ihr, wir haben doch auch so viele Steine. Wieso? Weil wir eigentlich nicht mit Steinen. Well, I don't know. Unser Inventar leert sich langsam. Das gefällt mir, finde ich, so sehr. A bottle of whiskey? Ach nee, leere Flaschen. Empty bottles. Duct tape, weg. Leider fluid. Ah, Molotov Cocktails. Ah. Ja, siehst du, wir haben noch hier noch dieses komische. Was war denn das? Das hier. Scrap Metal. Duct tape und weg. Und was kann ich daraus bauen? Also, was
something to craft a sheath with. Was nochmal ein Sheath? Ich habe keine Ahnung, was das ist. Alter! War's nicht. Ich habe irgendwie eine Erinnerung, dass wenn man die Dinger angegriffen hat, die dann gestunt sind. Aber irgendwie stunnen die nicht mehr. Gibt es jetzt doch eine neue Schwierigkeit oder wird einfach überarbeitet oder was? Hello there! Also immer schnell zurückgeweichen. Oh. Wolltest du gerade einen Stein auf mir werfen, du Arsch? Was ist denn das mit dir, Mannerkorn? Ich glaube, es hackt. Auch mit dem verloren. Hier. Geht rein. Ah. Ah. Wenn ich rankommen würde. Ist da noch mehr? Nö. Da ist ja noch jemand hinter, ne? Ja. Da ist noch jemand hinter. Hat er Kleidung an? Das sieht aus wie so ein alter SS-Soldat. Irgendwie mit so Kleidung, mit so einem Kreuz auf der Brust. Was ist das? Du halt in schwarz. Ich speichere mal das halber. Oh! Auch nur bei der gleichzeitig. Ach nee, ist auch bloß normaler. Kann ich mal gucken hier mit der G-Taste? Ja, einfach voll daneben, geil. Was? Hey! Oh! Nein, nicht hauen! Ja! Geht doch. Jetzt kannst du einfach wieder einsammeln. Easy. Unsere erste Munition. Ja, eine Schere. I don't know. Weiß ich jetzt nicht so sehr. Ich höre schon wieder Monster. Komische Monster. Die machen mir Angst. Ja, so wird es ohne Licht aussehen. Sieht halt gar nichts. So, wie kann ein Raum, der gerade mal etwas mehr als einen Meter lang ist, von einigermaßen beleuchtet zu komplett dunkel werden? How? How is it even possible? Ich dachte gerade, da ist jemand. Aber nee, doch nicht. Ach ja. Ja, da gab es so irgendwelche Geheimgänge und Wege und so. Aber ich... Genau, hier ist eine Tür. Die müssen wir irgendwie von anderer Seite aufbekommen. Ich weiß nur nicht mehr... Na gut, werden wir sehen, wie das geht. Digga, hier sieht's aus wie bei mir zu Hause. Ich fühle mich so heimisch. Nix, gar nix. Ernsthaft? Wollt ihr mich verarschen? Oh, dankeschön. Ein bisschen Kleber. Aber sonst nichts. Hm.
Wohl eine ganze Menge. Oh, Alter. Gut, sieht das mal ruhig aus. So. Oh, ah. Ja, eben, wo sind wir jetzt überhaupt? Ich habe komplett die Orientierung, oder? Warte mal kurz. Ich habe keine Ahnung, wo wir lang gelaufen sind. Wir sind hier rein. Hier ist das Tor, was geschlossen ist. Da sind wir gerade hier rein. Wir sind jetzt diesen Gang hier lang. Und dann müssten wir jetzt hier irgendwo direkt bei der Kante sein. Warte mal kurz, wo ist diese Tür? Irgendwie ist das schon Stücke weiter jetzt. Also hier ist der Gang. Der Gang ist dieser Gang hier, wo wir jetzt gerade reingucken. Das heißt, hier müssten Zellen sein, aber wir sind... Ach nee, halt! Hier ist eine Zelle. Und hier ist eine Zelle. Klar, doch, da sind die Zellen. Das heißt, die beiden Zellen sind die beiden Zellen hier. Und wenn wir jetzt weitergehen, müssten wir hier sein. In hier. Was ist da? Das ist doch genau da, wo wir gerade sind. Was ist für... Hier ist irgendwas mit innen hier. Alter. Wie ihr das Herz rausgerissen wurde. Oder ihm. Oder was auch immer das für eine armselige Kreatur war. Nix. Hier ist ein bisschen Thunfisch. Tuna. Was auch immer Tuna ist. Und das andere war nochmal hier Tabletten. Eine von den beiden. Radiation Exposure brauchen wir erstmal noch nicht. Aber ich glaube, das könnten wir später gut gebrauchen. Ich packe das mal hier auf den Quickslot. What? Also hier sieht es richtig normal aus. Aber hier, oh, holy shit. So, und das ist Package of... Achso, das brauchen wir erstmal wahrscheinlich nicht. Noch haben wir ja diese, unsere Dinge da hier. Ich würde gerne mal gucken, warte mal kurz. Ich glaube, das ist eine Waffe. Ich speichere mal kurz. Ja. Ich glaube, das, was man hiermit basteln kann, dieses Schief, das ist einfach so eine Messerklinge, die du in der Hand hältst, aber damit du dich halt nicht selber schneidest, umwickelst du die halt mit dem Stoff. Die Frage ist, warum braucht man den Klebestreifen? Das macht man normalerweise einfach, man wickelt einfach rum und fertig. Deswegen bin ich gerade so ein bisschen überfragt. Das Einzige, was mir so einfallen würde, ja, ist einfach umwickelte Metallscherben. Da braucht man normalerweise nicht wirklich Klebestreifen für, aber gut. Ich meine, gut, du hältst auch, wenn du es wegpackst, ja, ich verstehe es schon. Aber gut. Nee, ich glaube, wir machen dann lieber nochmal hier... Ah, nee, das sind die Lernbottles. Wie viel seid ihr eigentlich? Können wir jetzt noch behalten. Dirty Water. Dirty Water. Was habe ich gerade gesucht? Alkohol, haben wir kein Alkohol mehr? Ach da. Zweimal Wodka. So, da haben wir noch 11. Haben wir jetzt 19. Hey, 19? Achso, warte, vor 14, nicht 11. Ja gut. Fast das gleiche. Ja, die Dinger wiegen natürlich 7 Pfund. Ganz schön schwere Flares, dafür, dass sie nur 3 Sekunden halten. Denn wir müssen langsam so ein bisschen auf unser Gewicht achten. Ich glaube, ich sollte doch erstmal die hier verwenden. Die wiegen halt auch mal 22. Aber ich komme mir halt mal so verschwendet vor, so eine große Kiste zu verwenden. Aber die bringen ja scheinbar doch eher recht wenig, habe ich das Gefühl. Dann sollten wir vielleicht in Zukunft doch die verwenden, statt unsere Steam Packs, wovon wir nur noch ein einziges haben. Also. Ja gut.
Dann gehen wir mal in die Dunkelheit. Nein, ich wollte das. What the hell? Ah, hol! Ich kenne das. Das ist ein abgeschlossener Raum, wo ganz viele Spinnen sind. Boah, so gar keinen Bock drauf. Und da... Ja, die ganzen roten X sind wahrscheinlich alles Spinnen. Boah, das wird ein Spaß. Ich weiß noch nicht, wie ich mit denen fertig werden soll. Noch mehr Tabletten? Dann holen wir mal wieder ein paar rote Dosen. Oh, nee, Wasser. Also, was auch immer das jetzt war? Ah, Klebestreifen. Aber haben wir mittlerweile auch schon 12 Stück von. Können wir bald anfangen, auf eBay zu verkaufen. Oh. Endlich mal brauchbarer Stuff hier. Ja, hätte ich halt nicht sagen sollen. Ich hab's halt auch gejinxt, wisst ihr? Die ganze Zeit bekommen wir guten Stuff und ich so, oh, guter Stuff. Ja, ist doch klar, dass die Scheiße kommt. Meine Fresse. Ah, leck mich doch. Drecksdosen. Ich meine, ganz ehrlich, auf der anderen Seite, wir können ja jetzt eigentlich mittlerweile, wir haben ja genug Radiation-Tabletten, Gedingsgedöns. Können wir die halt eigentlich auch futtern, oder? Nein, ich traue mich nicht. Was haben wir eigentlich sonst noch so alles zu essen? Das können wir essen, wir haben eine Salami, können wir essen. Wir haben auch hier diese riesige Ration. Ich packe mal das ganze Essbare hier nach unten. Jetzt ist immer ein bisschen im Kopf besser. Boah, wir haben 2 Shotgun Shells. Wow. Wir sind so übermächtig. Uns kann keiner was. Selbst wenn er es möchte. Kann ich das nicht einfach auskippen, aber leere Flaschen? Ich meine, wir haben noch 60 Pfund übrig, was wir tragen können. Ah ja. Da unten liegt was. Ich hab gerade. Warum stockert's gerade? Oder hast du gestockert? War doch hinten ein Safe Point, oder? Oh, da liegt was. Ja, genau, hier geht's, ja. Da geht's runter. Mein Gott, ich hab sowas von keinen Bock da drauf. Das wird so Hölle.
Bleh. Hier geht es von der anderen Seite, genau. Ja, dann führt uns unsere Reise wohl in das Loch ein. Boah, ey. Gut, aber ich glaube, das machen wir nächste Folge. Ich hab sowas von keinen Bock drauf. Ah, warum mach ich? Bis dann.